Einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr, euch alle hier beim Kongress des Europäischen Gewerkschaftsbundes in Wien begrüßen zu dürfen. Lieber Präsident, lieber Rudi, lieber Generalsekretär, lieber Luca, lieber Herr Kommissionspräsident, lieber Jean-Claude Juncker, sehr geehrter Generaldirektor, lieber Kai, lieber Herr Bürgermeister, lieber Michi, herzlich willkommen euch allen und herzlich willkommen euch, liebe Delegierten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der ÖGB und ich stellvertretend für unsere Mitglieder freuen uns sehr, euch bei diesem Kongress in Wien begrüßen zu dürfen. Und es ist ein bedeutender Termin und es ist ein bedeutender Ort, an dem wir uns heute zusammenfinden. Der Termin ist entscheidend, weil wir dieser Tage nicht nur die Weichen für den EGB neu justieren, er ist entscheidend, weil wir kurz vor der Wahl zum Europäischen Parlament stehen. In wenigen Tagen ist es soweit. Der Ort Wien, Österreich, ist wichtig, weil er uns eindringlich vor Augen führt, wie wichtig politische Stabilität und Integrität sind. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, die ganze Welt hat am Wochenende nach Wien geschaut. Uns wäre es lieber gewesen, wir hätten diese Aufmerksamkeit auf uns gelenkt, weil Wien ab heute Schauplatz des größten Gewerkschaftskongresses in Europa ist. Der Grund war ein anderer. Die Augen Europas und der Welt konnten in Wort und Bild sehen, wie das ist, wenn die Maske rechter Politik fällt. Die Augen Europas und der Welt wurden größer und wahrscheinlich auch oft gerieben, weil das alles eben nicht nur ein mieses Video, sondern bittere Realität war. Wir haben eine Art Horrorshow erlebt, die noch die schlimmsten Vorurteile gegen schlechte Politik übersteigt. Eine Mischung aus Machthunger, Geldgier und der Bereitschaft, dubiosen Finanzgrößen alles auf dem Silbertablett zu servieren und zu verkaufen, was für das gute Leben von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern essentiell ist. Staatliche Aufträge für wertvolle Infrastruktur oder etwa wertvolle Ressourcen, die allen gehören, wie zum Beispiel das Wasser. Das macht mehr als betroffen. Uns ganz besonders betroffen macht mich der Angriff auf die freien Medien und der Angriff auf die Pressefreiheit. Und es ist ein fortgesetzter Angriff, liebe Kolleginnen und Kollegen, den wir hier in Österreich erleben. Und er reiht sich ein in Ereignisse, die wir in anderen europäischen Ländern in der Vergangenheit gesehen haben und täglich sehen. Aber ich glaube, eine von vielen wichtigen Botschaften dieses Kongresses muss es sein. Pressefreiheit ist genauso wichtig für eine Demokratie wie freie Gewerkschaften, freie Kollektivverträge. Das alles haben wir erkämpft. Wir haben Verantwortung in der Geschichte übernommen. Wir sind unserer Geschichte, unseren Vorfahren dafür auch verpflichtet. Pressefreiheit und freie Gewerkschaften braucht eine Demokratie wie die Luft zum Atmen. Die Bilder, die wir hier gesehen haben, haben unsere Mitglieder und uns fassungslos und wütend gemacht. Doch sie sind entlarvend und aufklärend, weil sie allen zeigen, was hinter der Fassade steckt. Große Spender statt kleiner Leute, Politik nicht für die gemacht, die sie brauchen, sondern für die, die sie bezahlen. Das geht nicht und wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter müssen das stoppen, in ganz Europa. Da gleichen sich die Bilder mit den Brexitiers in Großbritannien oder mit der Kampagne von Donald Trump in den USA. Eine Nebelwand aus Lügen und Lärm und großen Versprechungen, die niemals halten. Dieses traurige Schauspiel
hat uns weltweit in die Schlagzeilen gebracht, weil damit ein politisches Experiment gescheitert ist, von dem sehr viele, auch die Gewerkschaften in Österreich, gewarnt haben. Wir haben fast 1,5 Jahre lang seit der Angelobung dieser Bundesregierung im Dezember 2017 miterlebt, wohin die Machtpolitik einer Koalition neoliberaler und autoritärer Emporkömmlinge führt, die sich von Konzerninteressen leiten lassen und die auf die arbeitenden Menschen in Wirklichkeit nicht schauen. Die Vorgehensweise dieser Regierung war von Anfang an bis zur Stunde klar. Es geht nicht um sozialen Ausgleich und sie wollen keine Mitbestimmung von Betriebsrätinnen, Betriebsräten und Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. Das bestätigen viele der in den vergangenen 17 Monaten beschlossenen Vorhaben. Den 12-Stunden-Tag, die 60-Stunden-Woche, die Zerschlagung der Sozialversicherung und damit der Angriff auf eines der besten Gesundheitssysteme der Welt und dazu eine Arbeitsmarktpolitik, die zu mehr Lohndruck führt als je zuvor. Und ich könnte die Liste noch sehr lange fortsetzen. Ich mache das nicht, aber ich sage ganz ehrlich, die Art und Weise, wie in diesen letzten 17 Monaten mit uns, mit den Gewerkschaften auch umgegangen wurde, das kennen wir aus der Geschichte dieser Republik Österreich so nicht. Und das vergessen wir auch nicht, weil es war eine Art und Weise der Nichtkommunikation. Nicht nur keine Augenhöhe, sondern keine Kommunikation. Es hat keine Verhandlungen gegeben, es hat keine Gespräche gegeben. Wir wurden über die Medien informiert, wenn irgendetwas Neues im Busch war. Und jetzt, in den letzten Tagen und Stunden, werden wir plötzlich wieder entdeckt. Und ich könnte den ganzen Tag telefonieren mit allen möglichen Leuten, die mir sagen, Wolfgang, das ist eine schwierige Situation. Und ihr müsst jetzt staatspolitische Verantwortung übernehmen. Kennt ihr das, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ich glaube, gerade Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in ganz Europa haben nicht nur einmal, sondern mehrmals bewiesen, dass sie in der Lage sind, staatspolitische Verantwortung zu übernehmen. Es waren wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, die den Schutt der Zerstörung durch kapitalistische Strukturen beseitigt haben. Es waren wir, die unsere Länder wieder aufgebaut haben. Und wir werden es auch sein, die die Zukunft dieses Europas gestalten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Nicht zu kommunizieren, die Augenhöhe zu verlassen, uns wie lästige Insekten zu behandeln und dann staatspolitische Verantwortung einzufordern. Sorry, das geht so nicht. Die Beteiligung der Rechtspopulisten in der Regierung hat uns in eine Staatskrise geführt, die der Bundeskanzler am vergangenen Wochenende als One-Man-Show weitergeführt hat. Keine Gespräche mit den politischen Parteien, auch keine Gespräche mit den Sozialpartnern. Wir haben gesehen, es geht um Macht, es geht nicht um die Interessen des Landes und schon gar nicht um die Interessen der arbeitenden Menschen und ihrer Familien. Aber liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, wir sind an Krisensituationen gewöhnt und wir bewahren die Nerven, wir bewahren den Überblick, wir sind gewappnet und wir haben einen langen Atem. Das soll niemand unterschätzen. Für die Nationalratswahl in Österreich, die im September kommen wird, genauso wie für die Wahlen zum Europäischen Parlament, die in den nächsten Tagen stattfinden. Diese Wahl in Europa ist eine Richtungsentscheidung. Auf der einen Seite stehen die, die mit der Abrissbirne unser gemeinsames Europa zerstören wollen. Das sind dieselben, die in Europa an der Spirale der immer niedrigeren Konzernsteuern und gleichzeitig immer niedrigere Löhne drehen und sich das auch noch von Europa finanzieren lassen wollen. Jene, die die Europäische Union wie einen Bankomaten bedienen und Wachs in den Händen der Lobbyisten sind, die mit genug Scheinen winken. Die, die damit dem Europa der Konzerne im wahrsten Sinn des Wortes die Mauer machen.
Das ist nicht die Kraft der Mitte, von der immer wieder gesprochen wird. Das ist die Kraft der Konzerne. Und das lehnen wir ab, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auf der anderen Seite stehen die, die ein besseres, ein soziales Europa bauen wollen. Da stehen wir Gewerkschaften ganz vorne. Und es soll unseren Beratungen immer eine Frage sein, die im Zentrum steht. Wie können wir für ein gutes Leben von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sorgen und dafür, dass das Leben besser, leichter zu gestalten und insgesamt freundlicher wird. Und ich glaube, das geht nur dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, das, was die Europäische Union tut, das, was auch wir tun als Gewerkschaften, das hat etwas mit ihrem Leben zu tun und das dient dazu, das Leben der Menschen besser zu machen. Francis O'Grady, wir haben uns heute noch nicht gesehen, vom TUC, ich weiß, dass du hier bist. Du warst kürzlich bei uns in Wien und wir haben gemeinsam über den Brexit und seine Folgen diskutiert. Und es hat mich sehr beeindruckt, wie du berichtet hast, warum auch viele Arbeitnehmerinnen für den Brexit gestimmt haben. Es war ihre Hoffnung, mit dem Austritt aus der Europäischen Union wieder mehr Gestaltungsmöglichkeit, ein Stück mehr Kontrolle zu bekommen. Du hast gesagt, die Menschen haben das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Und dann mussten sie bitter erkennen, dass diese Hoffnung sich keineswegs bestätigte. Ganz im Gegenteil. Und was wir jetzt sehen, ist, dass die gleichen Scharlatane und Scharfmacher, die gleichen Lügner wieder unterwegs sind, die schon einmal gelogen haben. Und wer einmal lügt, der tut es wieder. Und das sehen wir in Großbritannien gerade sehr, sehr deutlich. Ich glaube aber, wir müssen das Gefühl, das hier zum Ausdruck gekommen ist, das müssen wir ernst nehmen und das müssen wir mitnehmen. Das sind die Sorgen der Menschen. Wenn immer mehr Menschen, immer mehr junge Menschen, unsere Kollegin hat das zu Beginn sehr deutlich gesagt, in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt werden, in Nullstundenverträge, in eine Existenz gedrängt werden, von der man sich in Wirklichkeit nichts aufbauen kann, dann müssen wir das bekämpfen. Wenn große Konzerne sich um Steuern drücken, während Arbeitnehmerinnen und Pensionisten die Daseinsvorsorge kaputt gespart wird, dann müssen wir das bekämpfen. Wenn Wohnen immer teurer wird und insbesondere junge Menschen sich Wohnen nicht leisten können, dann müssen wir das bekämpfen. Und wenn Menschen die wirtschaftlichen Freiheiten so erleben, dass sie um Löhne und Sozialleistungen geprellt werden und daraus auch noch Geschäftsmodelle gemacht werden, dann müssen wir das bekämpfen. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn all diese Dinge passieren, wenn viele Menschen das Gefühl haben, Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Und wenn es uns um ein gutes Leben für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geht, dann braucht es uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gewerkschaftsbewegung, dann braucht es uns die Gewerkschaften in ganz Europa. Wir müssen dafür kämpfen, wir sollen dafür sorgen, dass die soziale Säule nach und nach mit Leben erfüllt wird. Sie darf kein Papiertiger bleiben und immer nur dann Thema werden, wenn gerade wieder Wahlen bevorstehen. Im zweiten Halbjahr 2018 hatte Österreich die Ratspräsidentschaft unter dem Motto »Ein Europa, das schützt«. Der Schutz der Arbeitnehmer war im Gegensatz zu Fluchtrouten und sonstiges mehr kein Thema. Der Schutz der Arbeitnehmer vor Lohn- und Sozialdumping. Dass wir es dennoch geschafft haben, die Europäische Arbeitsbehörde, gegen die auch Österreich gestimmt hat, zustande zu bringen, das verdanken wir dem großen Einsatz des Europäischen Gewerkschaftsbundes, euch allen, die ihr dafür euch stark gemacht habt und ganz besonders auch dir, Jean-Claude Juncker, und ich stehe nicht an, mich dafür auch bei dir herzlich zu bedanken. Wenn einzelne Länder jetzt dabei sind, Lohn- und Sozialdumping zum Geschäftsmodell zu machen, wie zum Beispiel Ungarn, wenn wir gerade die Situation haben, dass unsere Gewerkschaft Bauholz eine Klage gegen Slowenien beim Europäischen Gerichtshof eingebracht hat, dann sehen wir, dass wir hier gemeinsam viel zu tun haben. Wenn wir Europa nachhaltig verändern wollen, sozialer und gerechter gestalten wollen,
dann braucht es eine Vielzahl von Themen, die werden wir hier diskutieren. Klar ist, wir müssen den Vorrang sozialer Rechte gegenüber wirtschaftlichen Freiheiten durchsetzen. Wir müssen Mehrheitsentscheidungen in Steuerfragen zur Bekämpfung von Steuerdumping ermöglichen. Und es braucht ein klares Aus, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein klares Aus für Förderungen und Unterstützungen an jene Länder in der Europäischen Union, die die Grund- und Freiheitsrechte, aber die allen voran die Gewerkschaftsrechte verletzen. Wer Gewerkschaftsrechte verletzt, muss in dieser EU dafür auch gestraft werden. Das ist eine Bedingung für die Zukunft. Und dafür müssen wir gemeinsam kämpfen, gemeinsam arbeiten. Und gemeinsam ist auch das Stichwort, das ich euch gerne für die Beratungen und uns für die Beratungen der nächsten Tage mitgeben möchte. Ich wünsche mir, dass die europäische Gewerkschaftsbewegung mit einer Stimme, mit einer starken Stimme spricht, was nicht heißt, dass wir nicht alle Diskussionen auch kontroversiell führen müssen. Das schadet uns nicht. Das ist Teil eines demokratischen Prozesses. Aber klar ist auch, dass die Signale, die hier weggehen sollen, am Ende des Kongresses eine starke gemeinsame Stimme der europäischen Gewerkschaften sind und nationale Egoismen, wie wir sie in Europa erleben, nicht die Oberhand gewinnen dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Europäer und wir alle sind das, weil Europa das wichtigste Friedensprojekt unserer Geschichte ist. Doch weil die Zukunft den sozialen Frieden braucht, kann es nur ein soziales Europa sein. Ein Projekt mit konkreten Vorteilen, auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und nicht nur ein Marketing-Gag. Die Rechten und die Populisten spielen mit Gefühlen, mit den falschen Gefühlen, den schlechten Gefühlen, mit Hass, Hetze und Ausgrenzung. Wir kämpfen für das Richtige, für das gute Gefühl für Europa, bei den Menschen zu sein. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Leute spüren, Politik in Europa, das ist nicht leeres Gerede. Und was wir tun, das hat etwas mit dem Leben der Kolleginnen und Kollegen zu tun. Dieses gute Gefühl, dieses positive Gefühl, das geht nur, wenn wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen und wenn wir glaubhaft für ein soziales Europa kämpfen. Und das muss auch das entscheidende Thema in den nächsten Tagen und für die Wahl am kommenden Sonntag zumindest in Österreich sein. Der Taktik der Lügen und des Lärms können wir nur den Weg der Wahrheit und der wahren Worte entgegenstellen. Die Botschaft an alle, die das soziale Europa wollen, ist: wählen, mitbestimmen. Das ist die beste Entscheidung für das wichtigste Ziel, das Feld nicht den Hetzern und Populisten zu überlassen und ein gutes Leben für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Willkommen in Wien, ein herzliches Glück auf!